Gute, ich bin der Tobi Kräuter. Servus, ich bin der Nixe. Und wir tippen jetzt den ersten Spieltag der neuen Saison der Kreisliga Amain-Taunus am Sonntag, den 7.8. So, angefangen mit Germania Walbach 2 gegen Viktoria Sindlingen. Ja, das gibt ein 2-2 Unentschieden. Danach die Partie DJK Zeilsheim gegen SG DJK Hattersheim. Da würde ich jetzt mal vorschlagen, das gibt ein 3-1-Sieg für Zeilsheim. Da stimme ich ihm leider nicht zu, das gibt ein 2-1 für die Hattersheimer. Dann das Spiel BSC Altenhain gegen DJK Flörsheim 2. Da haben wir uns auf ein 2-0 für die Flashemer geeinigt. Dann der erste FC Sulzbach gegen SV Hofheim. Da haben wir uns auf ein 3-1 für Hofheim geeinigt. Dann der Aufsteiger FSC Sporn gegen SV Zeilsheim 2. Das gibt ein 2-0 für die Zeilsheimer. Und dann noch die Viktoria aus Kelzerbach gegen Eichwald-Sulzbach. Das gibt ein 3-1-Sieg für die Viktoria aus Kelzerbach. Und das Spiel, was noch fehlt, das sind wir zu Hause gegen Niederhöchstadt 2. Da wollen wir keinen Ergebnistipp machen, aber wir gewinnen auf jeden Fall. Dreier ist Pflicht.